bin Friedrich, 14 Jahre alt. Ich bin Lena und ich bin 16 Jahre alt. So, ich bin Mariella, ich bin 14 Jahre alt und ich bin bei Books & Boxes die Produktionsleiterin. Ich bin Vincent, bin 14 Jahre alt und ich bin im Verkauf. Ja, also ich bin Jonas und ich bin halt auch in der Schülerfirma Focus Catering und ich bin im Einkauf, also ich kaufe die Lebensmittel und alles ein, was wir dann halt später für die Produkte, die wir dann halt herstellen, brauchen. Also ich bin Caroline Bürker, ich bin 14 Jahre alt und ich bin die Geschäftsleiterin von Books & Boxes. Ich bin Tino. Lina und ich mache hier Geschäftsleitung, so Assistenzgeschäftsleitung und Buchhaltung. Ich bin Tristan, ich arbeite in der Textilatelier. Ich bin Lisa, ich arbeite auch im Textilatelier. Und das sind ein paar unserer Produkte. Also wir haben hier zum Beispiel ein Emoji-Kissen und eine faule Socke. Die gehört halt zu einer Reihe, den Funnies, die haben wir produziert. Ja, und zum Beispiel unsere Lesezeichenmonster, die kommen auch sehr gut an. Ich bin Simon und ich verkaufe hier Sachen von Focus Holzwerkstatt und wir nehmen hier auch Bestellungen auf. Und das ist halt quasi unser Sortiment, was wir alles so verschiedene Sachen haben. Meine Lieblingsprodukte sind jetzt diese Elch-Anhänger. Ich finde die voll cool. Dieses Jahr konzentrieren wir uns mehr auf das Thema Upcycling. Das heißt, wir machen aus alten Sachen neue. Also wir arbeiten jetzt momentan meistens mit alten Jeans, weil wir halt sehr viele davon haben und machen zum Beispiel Taschen oder so Handy-Ladetaschen haben wir momentan halt da draus. Ich mache hier gerade die Vorlage für eine Federmappe aus alten Landkarte wegen der Nachhaltigkeit. Und ja, wir machen das auch, weil es an sich auch ganz schön aussieht, wenn man so eine alte Landkarte drauf hat. Also wir haben heute Plätzchen in der Schülerfirma, also gebacken. Und da haben wir auch mit dekoriert. Also wir haben erstmal Konfitüre auch über die Kekse gemacht oder halt auch Zuckerguss. Und dann haben wir halt noch ein paar Spritze oben drauf gemacht, dass das halt so schön aussieht. Unser Alltag läuft ab, indem wir uns am Anfang alles zusammensetzen. Und dann sage ich ein bisschen was wir heute machen wollen, was wir schaffen wollen. Und dann teilt unsere Personalchefin Mariella, also Personal- und Produktionsleiter, Mariella, die teilt das ein, wer was macht genau. Und dann begeben wir uns einfach alle an die Arbeit, dann können wir unsere Werkzeugkästen und dann machen wir alle, was wir eben machen sollen. Und jetzt gerade häkel ich Eulen. Die stopfen wir dann und dann werden sie auch zusammengenäht. Möchte gerne auch so einen Schlüsselanhänger. Aber wir haben die alle schon verkauft gehabt und wenn wir wieder welche haben, dann möchte ich gerne davon auch einkaufen, ja. Also der läuft so ab, dass donnerstags der Einkauf immer die Sachen einkauft und davor wird schon geplant, was wir verkaufen. Das wird dann auch von Verkauf geplant. Dann beginnen wir halt, indem wir einfach alles zusammensuchen und das Rezept nochmal durchlesen. Wir verkaufen zum einen natürlich hier vorne im Sekretariat, also in den Pausen. Aber wir sind auch auf anderen Veranstaltungen von unserer Schule oder auch auf der Schülerfirmenmesse. Da stellen wir, also haben wir einen Stand und wir stellen uns da aus und dann verkaufen wir da auch unsere Produkte. Da sind nicht so eine, ich sag jetzt mal, wöchentliche Programme. Wir stehen dann eigentlich jeden Freitag in der ersten Pause hier und verkaufen das, was wir entweder vorher hergestellt haben oder in der Woche in der Stunde nach der Pause. Okay, wir bereiten uns heute einen Apfelkuchen, der ist auf der Seite drin. Und da drüben einen Kirschkuchen. Wie macht das Verkaufen sehr viel Spaß, wenn wir vorne im Kiosk sind? Das macht nicht Spaß. Ich habe mich für die Schülerfirma beworben, weil das Teil unseres neunten Jahrgangs ist. Das muss jeder machen. Und für Books & Boxes habe ich mich eben beworben, weil es mir sehr viel Spaß macht, mit verschiedenen Textilien, also mit Farben zu arbeiten und eben bisschen was zu basteln und so, und das macht mir sehr viel Spaß und darum bin ich eben bei Books & Boxes gelandet. Ja, und das, was mir in der Schülerfirma gut gefällt, sind die Leute, die hier sind
und dass, wenn wir irgendeine Idee haben, dass wir das sofort umsetzen können. Ja, ich sag jetzt mal, in einer Handwerksfamilie aufgewachsen, da meine Großeltern im Gartenbaubetrieb arbeiten. Da habe ich eigentlich von Kind auf gelernt, meine Sachen mit selber zu bauen. Ich verstehe mich gut mit den Leuten, weil viele sind halt auch meine Klassenkameraden und meine zwei besten Freunde sind halt auch da. Und das macht die Arbeit da schon einfacher, weil man sich da nicht ganz allein fühlt, weil sie akzeptieren einen, egal ob man jetzt ein Junge oder Mädchen ist. Zu Hause nähe ich auch Nadelkissen zum Beispiel und ich sticke gerne. Ich habe auch von meiner Oma gelernt, wie man strickt und ich fand das sehr interessant und auch die Produkte sind sehr schön und ich wollte gerne noch mehr in dem Bereich lernen und dann habe ich gesagt, ist das die Schülerfirma, die am ehesten zu mir passt. Also ich war bei dem Bewerbungsgespräch sehr aufgeregt. Ich habe auch gezittert und so, aber es war sehr entspannt eigentlich. Also ist ganz gut gelaufen. Dies ist das Organigramm unserer Schülerfirma Books in Boxes. Ganz oben steht natürlich die Geschäftsführung. Das ist bei uns Caroline und ich bin die Stellvertretung. Dann haben wir hier die Produktion, das machen wir alle in der Schülerfirma. Außerdem haben wir noch den Verkauf, das macht bei uns Yvonne. Und die Buchhaltung, das mache auch ich. Und wir haben noch das Lager und den Verkauf, das macht bei uns Sven. Ich bin Geschäftsleiter bei Books and Boxes. Und das heißt für mich natürlich, dass ich sozusagen die Aufsicht über alles habe. Also jeder fragt mich auch, was soll ich jetzt noch eben machen? Oder Caroline, hast du mal eben den Schlüssel da und dafür? Also ich mache eigentlich fast alles. Über mich geht eigentlich so jedes kleine Detail. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Eine Schülerfirma ist im Prinzip eine Firma, die ein Startkapital hat und wir das halt versuchen, das zu vermehren und dadurch halt mehr Geld zu gewinnen. Mit den Einnahmen, in den letzten Jahren kam es vor, dass dann halt mit den Einnahmen heraus entweder dann halt neue Werkzeuge, wie zum Beispiel eine neue Bohrmaschine oder ähnliches, und jetzt ist das auch so, dass halt auch Firmenausflüge damit finanziert werden. Die Einnahmen, das ist immer unterschiedlich. Natürlich besorgen wir uns neue Materialien für verschiedene Sachen, die wir dann eben auch wieder basteln. Was übrig bleibt, das bleibt dann natürlich auch für den nächsten Jahrgang da, damit sie auch ein Einstiegskapital haben. Das ist anders als im normalen Unterricht. Da wir weniger mit unseren Lehrkräften arbeiten, sondern mehr selbstständig arbeiten, da wir wirklich als Firma zusammengehören. Unser Lehrer das sozusagen nur bewacht und der nicht mitarbeitet und auch nicht sagt, wir machen heute das und wir machen heute das, sondern das macht dann unser Geschäftsführer, also ich würde das dann machen. Es macht einfach Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und das macht Spaß, mehr als Unterricht. Ich glaube, das wird mir sehr weiterhelfen, da ich schon sehe, wie es in einer Firma grob abläuft und so ein bisschen den Arbeitsalltag, sage ich mal, mitbekomme, was man nun mal macht in einer Firma und wie das alles abläuft mit morgens Meeting und so. Mir gefällt natürlich besonders gut eben, dass wir so als Firma dann auch zusammengeschweißt werden und dass wir auch ein Team werden und das macht mir halt sehr große Freude. Also eine Schülerfirma ist, dass halt wir hier in der Schule schon ein bisschen lernen, wie es halt dann später in einer richtigen Firma auch aussehen sollte. Dass man halt auch wirklich darauf achten muss, auf sein Kapital, was man halt am Anfang bekommt. Eine Schülerfirma ist ein Ort, wo man Spaß hat. Wenn man mit seinen Klassenkameraden zusammen in einer Gruppe arbeitet. Ort, an dem wir unsere eigenen Ideen mit einbringen können. Eine Vorbereitung auf das weitere Leben. Eine gute Erfahrung für jeden Schüler. Voll, weil man Sachen machen kann, was man auch zu Hause macht. Ein Ort, wo man sich auf die Zukunft vorbereitet. Eine Schülerfirma ist toll, weil der Zusammenhalt immer stimmt. Sehr gern. Toll, weil man sinnvolle Sachen da bearbeiten kann. Bereitet uns auf die Zukunft vor. Ein guter Ort, um für das spätere Berufsleben zu lernen. Eine Schülerfirma ist Gemeinschaft.
Spaß. Gut. Gut. Sehr gut. Spaß. Echt toll. Eine Schülerfirma ist fabelhaft.